Rechts die Gasse bilden, meine links Gasse und bitte. Rechts, bitte. Hallo, Herr. Marvin Hauer, ihr lebt jetzt, wenn Hitler aufgemacht wird. Es leben 5 Millionen Führer da. Und dass wir dann irgendwann die Leute auch nicht mehr mit Munition oder mit sonstigem Gerät ausstatten können. Nachbarlandes oder ein ganzes Nachbarland einverleibt. Das ist das, was Russland gerade plant. Und das können wir nicht akzeptieren. Deshalb werden wir die Ukraine unterstützen und werden damit auch nicht aufhören. Die russische Regierung muss verstehen, von den Sanktionen wird sie ja nicht wegkommen, indem sie einfach wartet, bis alles wieder anders ist, sondern es geht nur mit einem fairen Vereinbarung mit der Ukraine. Und deshalb kommen wir in eine friedliche Situation, wenn Putin, wenn der russische Staat bereit ist, das zu akzeptieren. Sie überhaupt gut in der Schule? Also. Ich gestehe, ja. Phänomenal, auch authentisch. Ich glaube, der hat ein gutes Herz, was er gern umsetzen möchte, ob es machtpolitisch so möglich ist. Ich glaube, da wird er vielleicht ein bisschen behindert. Ich glaube, wir haben eine komplexe Welt. Da findet man keine einfachen Lösungen. Und ich glaube daran, dass wir in einer Demokratie sehr viel Dialoge brauchen. Und er ist sehr dialogbereit. Wenn das Kriterium ist, bin ich sehr zufrieden mit ihm. Wir müssen mit unterschiedlichen Interessen und Meinungen umgehen und die miteinander austauschen. Und dafür steht er. Das ist gut. Herr Scholz, was haben Sie mit Olearius denn besprochen? Das ist euer Erlaubnis.